Was ist denn da draußen los? Draußen wird gebohrt, gerade bei mir. Oder wird da Essen gekocht? Ich hab keine Ahnung. Entweder wird da gebohrt oder Essen gekocht. Eins von beiden. Bestimmt so ein Schneebesen. So ein Schneebesen-Rotationsteil. Ihr wisst schon, so ein automatischer Schneebesen-Rührdingens. Keine Ahnung, wie das heißt. Übrigens kann ich überhaupt nicht kochen, ja, wenn wir schon beim Thema Schneebesen sind, ja. Wir hatten mal früher in der Schule, da hatten wir mal so Kochen. Und ich habe mich da immer total blöd eingestellt. Zum Beispiel wusste ich nicht, was ein Esslöffel und ein Teelöffel ist. Ja, ich habe beides für denselben Löffel gehalten. Also für mich gab es keinen Unterschied zwischen Teelöffel und Esslöffel, ja. Ihr wisst ja, Esslöffel sind die großen Löffel und Teelöffel sind die kleinen. Für mich gab es da keinen Unterschied. Da hat die Lehrerin gesagt, Kevin, hol mal bitte einen Esslöffel raus. Ich habe da immer einen Teelöffel rausgeholt. Oder ich wusste auch nicht früher, was ein Schneebesen ist, ja. Da habe ich mich gewundert, was ist denn Schneebesen? Also wir haben so in Gruppen gearbeitet, ne? Da habe ich meinen Gruppenkollegen gefragt, was ist so ein Schneebesen? Und die haben total verwundert geschaut, als ob ich so ein Volldepp wäre. Ja, war ich vielleicht damals auch. Mann, ich bin heute gut drauf. Unglaublich. Langsam nervt mich dieses Gebohre. Das ist schon, seit ich darüber geredet habe, ist es immer noch aktiv. Jetzt halt auf, okay. Schmerbe, ich kämpfe nicht gegen ein Bodenwasserviech. Das hatten wir schon mal in diesem Part. Ich sage nur... Wer ist das Pokémon? Die Entwicklung von Felino. Ich hab's vergessen. Unglaublich. Morlot. Nein, nicht Morlot. Doch Morlot. Oder? Ich weiß es nicht mehr. So ein Kurzzeitgedächtnis, was ich hab. Unglaublich. Da rein, da raus. Wie in der Schule. Schneebesen da rein. Teelöffel da raus. Ja.